Und als nächstes ein Titelkampf im Schwergewicht zwischen Goliath und Fast. Fast. Er wirkt fest entschlossen, hier heute Abend als neuer Champion im Schwergewicht nach Hause zu gehen. Was mich an ihm am meisten beeindruckt, ist sein Kinn aus Stahl. Er hält einfach sämtlichen Schlägen stand. Er hält alles aus, egal was da kommt. Und dann, wenn der Gegner müde geworden ist, gewinnt er die Oberhand. Fast! Er kommt hier mit einem einzigen Ziel ins Oktagon. Dem Meisterschaftsgürtel. Seine erste Titelverteidigung heute. Was ihn so gefährlich macht, sind seine brachialen Kicks. Sensationell, wie viel Power er in diese Kicks legen kann und wie sehr er Kämpfe damit an sich reißen kann. Goliath, er ist bereit für den Hauptkampf des Abends. Sehen wir uns mal eine Gegenüberstellung der Kontrahenten in diesem Titelkampf im Schwergewicht an. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world waiting for. Live from the Staples Center in Los Angeles, California. It's time! Our round for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a Muay Thai fighter, holding a professional record of 33 wins, 13 losses. He stands 6'1" tall, weighing in at 208 pounds. Fighting out of Phuket, Thailand, introducing the challenger, Fast. And now introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 19 wins, 2 losses. He stands 6'6" tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Oslo, Norway, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, Muller. All right, this is for the championship. You can give me your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves, let's make it official. Sie klatschen sich ab. Goliath! Fast! Der Titel im Schwergewicht, der soll es für diese beiden sein. Los geht's! Für diesen Meisterschaftskampf sind 5 Runden nach 5 Minuten angesetzt. Schöner Frontkick zum Kopf. Der Punch kommt an. Wow, schöner Kick zum Kopf. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Ja, hervorragende Angriffe. Ja, knallharte Linke. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Oh ja, klasse Kick zum Körper. Oh, sauberer Takedown.
Abschlag. Ja, ja, er kommt in die Fullmount. Schöner Übergang zur Backmount. Und da ist der Übergang zurück in die Fullmount. Fast ist zurück in der Side Control. Schöne Bewegungen auf dem Boden. Ja, er steht wieder auf. Oh, oh, bei der Linken hatte er Glück. Oh, er ist angeschlagen. Oh, wow, was für ein Niederschlag. Oh, stark gemacht, schöner Kick zum Kopf. Der Jab kommt an. Oh, der Schlag hat gesessen. Und jetzt ist der Fight zu Ende. Er hat diesen Kampf mit einem fulminanten Kick beendet. Genau aus der richtigen Distanz und so unglaublich hart, dass sein Gegner nicht wieder hochgekommen ist. Schauen wir uns die Wiederholung an. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop this contest at 2 minutes, 50 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Muller. Hier ist unser alter und neuer Champion im Schwergewicht. In dieser Übung musst du innerhalb des Zeitlimits Submissions einleiten und durchziehen. Schön, jetzt bring die Submission. Schön. Komm, gleich nochmal. Super. Okay, das war nichts. Starte gleich den nächsten Versuch. Ich glaube, du solltest dringend an deinen Submissions arbeiten. Das war heute leider einfach nicht genug. Ja, schön die Submission eingeleitet. Das sieht super aus. Jetzt zieh die Submission durch. Super gemacht, diese Submission. Jetzt pack direkt noch eine drauf. Ja, jetzt zieh die Submission durch. Nicht nachlassen, versuche es sofort nochmal. Schön, weiter so.
Und jetzt zieh die Submission durch. Deine Submissions waren zwar ganz okay, aber ich bin mir sicher, das geht noch besser. Du solltest weiter daran arbeiten. In dieser Übung musst du dich gegen Submissions verteidigen. Komm schon, zumachen, zumachen! Toll den Versuch verteidigt! Zeig mir deine Defense, weiter, weiter! Komm schon, lass das nicht zu! Klasse ausgewichen! Okay, Konzentration, Defense! Schön der Submission entkommen! Lass die Submission nicht zu, los! Lass jetzt nicht nach! Schön die Submission verteidigt! Gut, weiter, weiter, wehr die Submission ab! Da bist du gut rausgekommen! Defense, Defense! Ja, schön ausgewichen! Lass diese Submission nicht zu, zeig deine Defense! Zeig deine Defense! Ja, so muss das sein. Gute Defense. Verteidigen, verteidigen! Du hast mir gezeigt, wie gut deine Submission Defense ist. Glückwunsch! In dieser Übung startest du oben in der Full Guard und musst dann eine bestimmte Zeit lang die dominante Position behalten. Für jeden Treffer, den du landest, bekommst du einen Zeitbonus. Bleib dran, bleib dran! Weiter so mit den Strikes, das sieht gut aus! Ja, sehr gut! Streng dich mehr an, du brauchst die dominante Position! Bleib dran, hol dir die dominante Position am Boden! Ja, weiter so! Los jetzt, komm in die dominante Position. Ja, bleib dran, bleib dominant. Du musst dir die dominante Position erarbeiten. Komm, dranbleiben. Hol dir die dominante Position auf dem Boden. Das war eine wirklich tolle Leistung. Du hattest die volle Kontrolle und warst sehr dominant. Dein Grappling hat mir gefallen. Und als nächstes ein Titelkampf im Schwergewicht zwischen Goliath und Bad Intentions. Bad Intentions. Er wirkt fest entschlossen, hier heute Abend als neuer Champion im Schwergewicht nach Hause zu gehen. Vor ihm hat jeder Gegner enormen Respekt, und zwar vor allem wegen seiner Fähigkeit, Arme und Beine zu verdrehen und so schmerzhafte Submissions herbeizuführen. Wenn er das schafft, muss man schnell abklopfen, wenn man keine bösen Verletzungen erleiden will. Bad Intentions. Jetzt betritt er das Oktagon. Goliath, da ist der Einmarsch des Titelverteidigers.
Wir kennen ihn natürlich schon seit langem als absoluten Clinch-Experten. Ja, den Clinch darfst du als Gegner eigentlich gar nicht erst zulassen, wenn es gegen ihn geht, denn sonst wird es natürlich eng. Da bringt er immer wieder seine Würfe. Goliath. Er betritt das Oktagon, um seinen UFC-Titel im Schwergewicht zu verteidigen. Werfen wir einen Blick auf die Profile der beiden Kämpfer in unserem Hauptkampf. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge, Herb Dean. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Air Canada Center in Toronto, Ontario, Canada. It's time! Five round for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the world. Introducing us, fighting out of the blue corner. This man is a Muay Thai fighter, holding a professional record of 36 wins, 10 losses. He stands 6 feet 6 inches tall, weighing in at 234 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, presenting the challenger, Van Intention. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 20 wins, 2 losses. He stands 6 feet 6 inches tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Oslo, Norway, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, Muller. For the championship. You can give me your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves. Let's make it official. Goliath. Bad intentions. Und los geht's. Dieser Titelkampf ist auf 5 Runden auf 5 Minuten angesetzt. Starker Tritt zum Körper. Er steht wieder. Der Kick hat gesessen, voll auf den Körper. Oh, ein starker Kick. Was für ein Kick zum Kopf, er ist benommen. Und da ist der nächste Knockdown. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Tolle Kicks. Starker Kick zum Kopf, er ist angeschlagen. Jetzt ist es soweit. Hier war von Anfang an zu erkennen, wie heiß er war. Er wollte den Sieg unbedingt und genauso ist er auch aufgetreten. Wirklich beeindruckend. Sehen wir uns mal unsere Wiederholung des Kampfes an. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute, 1 second of the very first round. Playing the winner by knockout, and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Muller. Und er bleibt UFC-Champion im Schwergewicht.